Von Supermodel zur Superheldin. Dramatische Minuten am Strand auf Hawaii. So schnell wird der Familienurlaub zum Horrortrip. Heidi Klum rettet ihren Sohn und beide Nannies vor dem Ertrinken. Todesmutig wirft sich das Topmodel in die Fluten. Aus Spaß wird Ernst. Wir waren auf Hawaii. Alles war wunderschön. Wir hatten einen tollen Urlaub. Wir waren jeden Tag am Strand. Das Wetter war wunderbar. Aber am letzten Tag, als mein Sohn und zwei Nannies im Wasser waren, kam eine Riesenwelle, die alle ins Meer hinauszog. Und sie konnten nicht zurück. Alles passierte so schnell. Und ich dachte nur noch, oh mein Gott, und handelte sofort. So schnell wird Heidi zur Heldin. Ich habe getan, was jede Mutter tun würde. Zum Glück ist Sohn Henry ein guter Schwimmer. Die 39-Jährige und ihr Freund Martin Kristen reagieren sofort und bringen die drei sicher an Land zurück. Sowieso scheint das Model jeder Situation gewachsen zu sein. Diese Frau ist ein Phänomen. Seit 20 Jahren wohnt die vierfache Mutter in den USA, ist dort ein Superstar mit Millionen-Dollar-Gagen. Mit ihrem Traumbody und ihrem Charme hat sie sich ein kleines Imperium aufgebaut und gilt als eine der einflussreichsten Frauen der Welt. Selbst in diesem dramatischen Moment kommt dem Victoria's Secret Angel niemand zu Hilfe. Die Paparazzis nutzen die Situation aus und bekommen brisante Busenblitzer vor die Kamera. Leute sind es gewohnt, mich am Strand lächelnd in einem Bikini zu sehen. Am Montag landet die gesamte Familie am Flughafen von Los Angeles. Hand in Hand verlässt Heidi und Henry das Flugzeug. Es geht allen gut, aber das zeigt, dass man nie weiß, was im Leben als nächstes passiert. So die Heldenmutter. Ende gut, alles gut.